Na, aber wie gesagt, witzigerweise, ja, habe ich keine Framerate-Einbrüche. Also hier funktioniert das einwandfrei. So, irgendwo hier ist noch einer. Dem müssten wir noch mal reden. Wo ist er? Wo ist der? So, ich glaube, wir müssen jetzt hier links, ne? Ein Stückel, noch ein Stückel, noch ein Stückel. Und stopp. So. Dafür mal nichts. Wir bekommen dann auch XP für. Aber wir bekommen, aber was wichtiger ist, ist die Zufriedenheit. Die ist viel wichtiger, weil dann können wir nämlich neue Betriebszweige erschließen. So, jetzt müssen wir links, ne? Ja. Und sofort wieder links. Irgendwie so. Passt schon. Ihr wisst, was ich meine, oder? Zumindest so halbwegs. So, und wir sind wieder in der Vorstadt. So, bitte alles anhalten. Aussteigen. F drücke. Und dann leeren wir den Plastikbehälter, die Gelbe Tonne mit dem grünen Punkt. Nein, da komme ich nicht durch. Schitte. Da ist die Tonne ein wenig bereit für. Und die Polizei. Nein, wir haben nichts verbrochen. Naja, zumindest derzeit nicht. Komm, komm, rein mit dem Dreck. Rein mit dem Dreck. Kann man das nochmal machen? Auch schade. Gut, es hätte jetzt auch nicht wirklich Sinn gemacht, aber trotzdem, das muss man natürlich ausprobieren. Ne, sowas muss man natürlich ausprobieren. Denn vielleicht geht es ja. So. Autochen weiterfahren. Dann nehmen wir den mal mit. Nicht nachlassen. Nö, machen wir auch nicht. Aber. So. Und stopp. Und raus. Dann wird nämlich jetzt die nächste Tonne geleert. Kräftiger Mann mit Sonnenbrille natürlich. Natürlich mit Sonnenbrille, weil es ist ja hell. Und da muss man natürlich ganz ordnungsgemäß gekleidet sein. Da steht ja auch in den Dienstvorschriften, dass man immer eine Sonnenbrille aufhaben muss. Und deswegen, das ist einer der ganz wichtigsten Utensilien, die wir haben müssen. Weil wir dürfen ja nicht von dem Müll geblendet werden. Natürlich nicht. Und auch nicht von der Sonne. Natürlich. So. Und jetzt fahren wir rechts herum. Wir besuchen unser geparktes Fahrzeug hier, was eigentlich mit unterwegs sein sollte. Aber das kennen wir ja schon. Das kriegt die KI nicht hin. Wo ist jetzt der Müll? Wo ist der Müll? Hä? Fahre zum Plastikmüll. Ja? Natzt mich das Spiel jetzt hier? Okay, ich meine, ich fahre gerne noch eine Ehrenrunde, keine Frage. Keine Frage, aber, hä? Okay.
Okay. Ach, eine Sackgasse, die gibt's hier auch? Cool. Hier war, in der Straße war ich noch nie gewesen. So, aussteigen bitte. Oh, mal drehen, damit ihr auch was davon habt. Na, aber in der Straße war ich ja noch nie gewesen. Na gut, es gibt mit Sicherheit noch einige Strecken, die ich noch nicht gesehen habe. Von daher. So, F drücke. Und zurück. Und wir gehen natürlich ganz profi-like direkt darüber. So, einsteigen bitte. So, machen wir mal die Lichter aus. Das will ich jetzt ausprobieren. Ob das jetzt auch weiterhin so ist. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Mission, ne? Zumindest ist hier irgendwo ein Ausrufezeichen. Halt! So. Was möchtest du denn von mir? Hm? Du möchtest ein Date wahrscheinlich haben, ne? Okay. Ja, verstopfte Rohre reinigen. Das können wir mal machen. So, aber da muss ich mal gucken. Verstopfte Rohre reinigen haben wir noch 4 Minuten. Hm. Aber wo wir gerade. Wir sind ja hier eh in der Nähe. Was? Okay. Ich hab da was für dich. Der Job wird gut bezahlt und du kannst etwas Erfahrung in der Abwasserwartung sammeln. Erst kriegen wir die Folgen. Entschuldigung. Erst jetzt kriegen wir die Folgen der starken Regenfälle in letzter Zeit zu spüren. Die Kanalisation ist verstopft. Kümmerst du dich bitte darum? Ja, komm. So, aber das heißt, im Prinzip muss der Job abgebrochen werden. Wir müssen auf den Saugwagen. Oh, den tanken wir eben schnell auf. Dann springen wir mal zum Fahrzeug. Und dann erfüllen wir die Quest eben. So, und in der Zwischenzeit kriegt der andere ein Plastikrecycling auf die Nase gebunden. Ne, weil gerecht sein muss man ja. Wenn wir schon arbeiten, dann muss er auch arbeiten. Und jetzt geht die Framerate wieder nach unten. Oh, wie liebe ich das doch. Fahre zum Gully. Sind wir ja unterwegs. So, dann machen wir schon mal die Lichter an, damit die Framerate noch weiter gedrückt wird. Gut, der Wagen steht jetzt doch sehr, 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 sehr perfekt. So. Dann drehen wir mal das ganze Schiff. So, dann werden wir uns mal ganz professionell, wirklich ganz professionell mal ausrichten. Noch ein Stückel, noch ein Stückel, noch ein Stückel,
Obwohl, noch ein kleines Stückchen reicht. So. Das bedeutet, wir müssen jetzt den Arm ausrichten. Wahrscheinlich noch ein Stückel vor. Noch ein Stückel. Noch ein ganz kleines Stückel. So. Und dann drücken wir mal I und U. Ach, J und K. Erstmal J, um zu gucken, passt's. Gut. Und jetzt dürfte es dann nur noch mit F, ach Q, mit Handbremse aktivieren und das Wasser aus dem Gully holen. Und es schneit, beziehungsweise es gibt Schneeregen. Wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. So, beides anheben, bitte. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Handbremse lösen. So, dann fahren wir mal hier rechts um eine Ecke. Und ein Stückchen wieder zurück, bitte. So, ein Mitarbeiter hat gerade was für uns richtig erledigt. Noch ein Mitarbeiter? Meine Güte, ich habe ja richtig fleißige Mitarbeiter heute. Womit habe ich das denn verdient? So, noch ein Stückchen näher ran, bitte. So, Handbremse an. Handbremse an, habe ich gesagt. So, das sollte eigentlich reichen, dass jetzt beides im Rohr verschwindet. Ja. Und bitte absaugen. Danke. Und spülen einmal bitte. Danke. So, nach oben wieder. Und wo ist jetzt das nächste? Da. Gut, Handbremse sollte man schon wieder lösen. Die Handbremse wieder lösen. Und dann können wir jetzt ganz gemächlich mit einem ausgefahrenen Arm, der muss natürlich ausgefahren bleiben, keine Frage. Ich glaube, das war schon zu viel. Nö. So, dann muss ich sogar noch ein Stückchen näher ran. Wie gesagt, das ist jetzt Zentimeterarbeit. So, Baum, du stehst mir im Weg. So, jetzt gerade zurück. So, noch ein Stückchen vor, noch ein kleines Stückchen. So, Handbremse an. So, den Arm ausfahren. Und bitte beides ablassen. Bitte beides ablassen. Und es passt. Es passt. Es passt. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich hätte es jetzt gar nicht gedacht. So, damit haben wir eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben 314 Zufriedenheitspunkte. Wie cool. So, das heißt, Handbremse lösen. Den Arm bitte wieder zurückschwenken. Oh, Lampen aus. Und wir drehen mal eben. Damit wir jetzt unsere Belohnung abholen. Damit wir unsere Belohnung jetzt abholen können, weil natürlich will ich meine Belohnung haben. Keine Frage. So. Aber dafür, den packe ich jetzt auf den Bordstein. Was ist denn da im Weg?
Was ist... Ah, ein Schild! Was ist ein... Da ist ein Schild im Weg. So, und stopp. Aussteigen. Und jetzt geht die Freiheit wieder nach oben. Meine Güte, was ist denn hier heute los? Hm? So. Perfekt, natürlich. Wir sind natürlich perfekt. Ich glaube, mein Kollege hat einen Auftrag für dich, aber diesmal geht es um Senkgruben. Du wirst ein anderes Fahrzeug brauchen. Denk dran. Okay. Die Einwohner lieben deine Arbeit. Du hast genug Einwohnerzufriedenheitspunkte gesammelt, um einen neuen Vertrag zu unterzeichnen und zu neuen Bezirken zu erweitern. Was? Da gibt es einen kleinen... da habt ihr selber gesehen, ne? Weil da bin ich jetzt auch gerade absolut drüber gestolpert. Komm ich in den rein? Nein, natürlich nicht. So, dann gehen wir mal hier rüber. Und dann gucken wir mal in meine Mails rein. So. Übernimm Aufgaben in neuen Bezirken. Okay. Die Zusammenarbeit zwischen dir und der Stadt ist fantastisch. Die Bürger sind sehr zufrieden mit den Dienstleistungen deines Geschäfts. Deshalb hat der Stadtrat entschieden, dir einen neuen Vertrag anzubieten. Nett. Das bedeutet, du kannst nun auf neue Jobs in einem neuen Bezirk zugreifen. Gehe zum Vertragsmenü und wähle einen der 5 Bezirke. Altstadt, Wohnbezirk, Industriepark, Geschäftsbezirk oder Vorstadt. Verwende die gesammelten Einwohnerzufriedenheitspunkte, um den Vertrag freizuschalten und gib dein Bestes, um alle Aufgaben zu erfüllen. Die Bürger zählen auf dich. Das ist doch nett, oder? Gute Macht, weiter so. Angestellte hat Aufgaben erfüllt, das ist immer toll. Gut gemacht, natürlich. Das heißt, den können wir jetzt auch löschen. So, Fahrzeuge. So, aber an dieser Stelle würde ich sagen, bevor ich mich jetzt dazu entscheide, welches Projekt wir weitermachen und in welcher Form wir das weitermachen, ob wir jetzt Autos abschleppen oder ob wir gärtnern, wobei ich eigentlich auf beides Bock habe. Aber wie es dann genau funktioniert, seht ihr in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.